so soll es immer weitergehen. Denn in jedem Augenblick steckt ein kleines bisschen Glück. Und wenn wir ab und zu mal traurig sind, dann ist Musik die beste Medizin. Wir laden euch ein zu Herzensmelodie. Lasst uns lachen, lasst uns träumen, lasst uns fliegen. Wir laden willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von der Schlagerparty von Herzensmelodien. Wir sind hier im Bienenpub in Straubing, wie ihr alle seht, eine super tolle Location. Wir haben Künstler mit dabei, national und international. Und vor allem sind es Künstler, die bekannt sind durch Funk und Fernsehen. Und ich habe natürlich selber auch einen Titel mitgebracht, das Wahnsinnsgefühl, und ihr dürft auch fleißig mitklatschen. Unser ersten, besser gesagt zweiten Künstler, das ist der Manuel Dober, und wir widmen mal auf die Bühne. Er hat einen ganz tollen Titel mitgebracht, nämlich? Mein erster Titel ist Schließ deine Augen. Aber jetzt lass uns mal die Augen noch offen, aber ihr könnt hinterher, wenn ihr den Titel gehört habt, dann träumen.
Liebe Zuschauer, dieser Künstler war letztes Jahr bei Dieter Bohlen im Supertalent. Manuel. Ja. Hast du jetzt noch Herzklappern? Oh ja. Es war sehr aufregend. Ich kann nur eins dazu sagen, er hat Dieter Bohlen überzeugt und die Zuschauer überzeugt. Aber jetzt gleich vornab, du wurdest ja von Dieter auch als Verbrecher genannt. Oh ja, also ich bin reingekommen, ganz kurz dazu. Hab mich dahingestellt und dachte mir, jetzt darf ich da los singen. Und dann hat er gesagt, also eins sage ich dir, du hast ein Verbrechen begangen, weil das geht so, du rufst meinen Verlag an, der Verlag ruft bei mir an und fragt, ob ich das singen darf und ich sag nein. Sei klasse, können wir heimfahren. Das heißt, du hast eigentlich einen Text und Titel von Dieter Bohlen gecovert und hast dir selber einen deutschen Titel dazu geschrieben. Richtig. Und dieser Titel war eigentlich eine Liebeshymne für die Frau. Ganz genau. Und so ist auch dann der so besagte, nun bist du hier Titel entstanden. Schauen wir mal noch eine Bitte. Wäre ganz toll, wenn du mal den Titel hier in A Cappella ansingst. Ja! Den du bei Dieter Bohlen gesungen hast. Mach ich. Ich liebe dich wie nie zuvor. Ein Traum Meine, dass du hier bist. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute und sehen dich bald wieder. Jawohl, dankeschön. Tschüss miteinander. Jetzt kommt ein Duo, die haben einen sehr schönen Namen, das kann sich jeder merken, nämlich das Duo Harmonie. Und sie werden jetzt für sie singen, Hörst du mein Herz? Es weh, ich bin für dich da.
explodiert. Ich würde dich gerne etwas fragen. Hast du mein Herz? Oh, Angel of Love. Hast du mein Herz? Oh, Angel of Love. Ist die Liebe erfroren? Gibt es kein Zurück? Hab ich dich verloren? Wo ist unser Glück? Ich spiel nicht mit dir, fühlst du es denn nicht? Komm doch zu mir, bevor alles zerbricht. Hörst du mein Herz, wie laut es schlägt? Es will dir tausend Worte sagen. Hörst du mein Herz? Es explodiert, ich würde dich gerne etwas fragen. Hast du mein Herz? Oh, Angel of Love. Hast du mein Herz? Für wahre Liebe ist es nie zu spät. Dass sie nie vergeht. Hörst du mein Herz, wie laut es schlägt? Es will dir tausend Worte sagen. Hörst du mein Herz, es explodiert. Ich würde dich gerne etwas fragen. Hörst du mein Herz? Oh, Angel. Hörst du mein Herz? Das war Duo Harmony. Jetzt muss ich mal hören. Es schlägt. Puls ist 180. Ach, genau. Oder 1180. So ungefähr. Die beiden haben sich auf musikalischem Weg kennengelernt, sind mittlerweile verlobt und nächstes Jahr ist die Hochzeit. Der Termin ist der 7.7.2017. Sie machen auch musikalisch beides miteinander. Der eine schreibt den Titel, der andere macht den Text drauf. Und dann finden sie immer wieder gemeinsam einen Titel, wo sie sagen, das berührt uns. Und da kommt das Gefühl rüber. Vielen Dank nochmal an euch und weiterhin alles Gute. Du, Harmonie. Wir freuen uns jetzt auf meinen Kollegen in dieser Sache, in der Schlagerparty dieser Fernsehsendung, das ist Michael Herz. Er hat natürlich auch einen Titel mitgebracht und zwar heißt er Ich schau nur noch nach vorne. Michael Herz. Hier, was mein Leben mir schrieb, in einem Buch, das es nicht wirklich gibt. Deine Zeilen ohne Worte, nur Fantasie. In diesem Buch suchte ich nach dem Sinn, auf meinem Weg, der nach nirgendwo ging. Labyrinthe, dunkle Straßen ohne ein Ziel. Spiegel vor mir und ich zahlte dafür einen sehr hohen Preis. Das ist alles vorbei, heute lebe ich neu, völlig neu in mir. Ich schau nur noch nach vorn, was mal war ist vorbei. Es berührt mich nicht mehr, das ist alles vorbei. Ich schau nicht mehr zurück, nur noch der Augenblick. Er zählt alles für mich, er muss.
Moment ist mein Glück. Weit von hier, da zählt alles in mir. Auf den Weg, den ich sehe in dir. Keine Grenze, keine Ängste, ohne die Not. Und vom Berg sinkt mein Blick in das Tal. Auf meinen Weg, den ich wanderte mal. Nur ein Lächeln von der Sonne hoch über mir. Sie scheint in das Tal, mein Schatten wird auf einmal alles neu von mir. Und ich steige empor wie ein Adler im Wind, völlig frei von mir. Ich schau nur noch nach vorn, was mal war ist vorbei. Es berührt mich nicht mehr, das ist alles vorbei. Ich schau nicht mehr zurück, nur noch der Augenblick. Er zählt alles für mich, der Moment ist mein Glück. Manchmal da frage ich mich, warum hab ich denn kein Glück? Niemals im Leben sah ich den Moment, nur mein Buch. Nur noch nach vorn, das Mal war es vorbei. Es berührt mich nicht mehr, das nicht ist alles vorbei. Ich schau nicht mehr zurück, nur noch der Augenblick. Es sind alles für mich. Hallo Michael Herz. Und wie ihr wisst, hat der Michael einer Frau im brennenden Auto das Leben gerettet. Auf der Autobahn, wenn er nicht gewesen wäre und spontan gehandelt hätte und ihm das Leben einer anderen Frau wichtiger gewesen, er hat nicht gewusst, dass er Frau ist, aber das Leben wichtiger war wie das eigene, dann würde diese Frau jetzt nicht mehr leben. Und wir haben sie hier. Das ist die Sonja. Wo ist denn? Komm mal, liebe Sonja. Ha, sie ist eh da. Geil. Das ist die Sonja. Sonja, wir freuen uns, dass du unter uns bist, dass du hier bist, dass du auch den Abend mit uns genießen darfst. Und vor allem freuen wir uns, dass es noch Menschen gibt, die anderen helfen und das eigene Leben aufs Spiel setzen, um eben andere zu retten. Vielen Dank nochmal an Michael und vor allem, dass der Sonja wieder besser geht. Jetzt kommt eine junge Künstlerin, die hat, wie man auf Bayerisch sagt, so richtig Pfeffer im Arsch. Das ist die Eve und sie hat uns den Titel mitgebracht. Jetzt fängt die Party richtig an. Bitte Eve! Und da sind
Begriff, du hast den Titel ja gemacht, die Macht der Tracht oder die Nacht der Tracht, weil du ja speziell mit einem Trachtendesigner zusammenarbeitest. Genau, ich arbeite mit Exacto zusammen, der auch sozusagen meine Tracht mit entworfen hat. Und der hat den Slogan Macht der Tracht und deswegen habe ich den Song gemacht, Macht der Tracht. Ihr Motto heißt immer gut drauf. Sie ist immer gut drauf. Ich wurde jetzt gefragt von einem Gast, wie alt du denn bist. Ich sagte, eine Frau genießt und schweigt. Auf alle Fälle denke ich mal um die 20, aber sie sieht bildhübsch aus und sie hat eine ganz tolle Stimme. Yves, du hast ja auch ein anderes Hobby noch, bevor die Musik kam, und das war das Schauspiel. Du hast den Schauspielunterricht genommen. Genau, richtig. Also im Normalfall ist es so, dass ich Schauspielerin bin seit sehr, sehr vielen Jahren und davon lebe ich auch und habe mich jetzt die letzten 3 Jahre sehr, sehr viel mit der Musik beschäftigt und jetzt warte ich einfach noch drauf, dass ich weitere Auftritte habe sozusagen Richtung Après-Ski und dann können wir wieder richtig rocken. In welchen Filmen hast du denn mitgespielt? Ich war jetzt erst vor kurzem in Köln und habe bei Detective Davis mitgespielt, Rosenheim Cops. Daheim ist daheim eigentlich fast alles, was man so kennt. Also sie hat nicht nur ein Talent, sondern mehrere. Wir haben uns gefreut, dass du hier warst und wünschen dir auch weiterhin auf der Bühne, im Fernsehen, im Schauspiel und im Gesang viel, viel Glück. Danke, vielen Dank. Jetzt kommen wir zu einer Gruppe, die heißt Weekend, auf Deutsch das Wochenende, oder? Ich habe einmal Englisch gelernt. Und sie haben uns den Titel mitgebracht, ein Weekend in Tirol. Aber jetzt sind sie natürlich in Bayern. Ich kann doch nicht in wilder Ehe leben. Möchte ich schnell den Hochzeitsplan bereden. An meinem Finger möchte ich einen Ring. Das war zu viel, worauf er wieder ging. Ich will mich verlieben, kein Mann ist mir geblieben. Oh, Señores, kann es gar nicht fassen, Mann hat mich verlassen. Neulich hatte ich einen Mann gefunden und plötzlich war auch dieser Herr verschwunden. Vor lauter Glück hab ich ihn überrannt, küsst die Hand, sagte er und ging galant. Ich will mich verlieben, kein Mann ist mir geblieben. Oh, Señores, kann es gar nicht fassen, Mann hat mich verlassen. Weekend,
Die beiden schönsten Tage in der Woche, das ist doch immer das Wochenende, oder? Heißt das deshalb Weekend? Ja, Weekend. Wir spielen großteils am Wochenende. Viele Leute verbinden mit dem Wochenende was Positives, weil die meisten frei haben. Und deswegen heißt es einfach Weekend mit guter Laune Musik. Die sind ja heute angehetzt, die waren ja schon woanders auf der Bühne. Wo wartet ihr denn schon auf der Bühne heute? Ja, im schönen Tiroler Landl in Elmau bei einem großen Straßenfest. Wir sind dann etwas beschleunigt hergefahren, aber wir sind noch zeitgerecht hergekommen. Das ist das Wichtigste, dass Sie hier waren, dass Sie euch begeistert haben mit der Musik. Wo geht es denn als nächstes hin? Als nächstes Weekend, also am nächsten Weekend, sind wir dann wieder in Elmau. Ja, und so wiederholt sich das einfach laufend von einem Auftritt zum anderen im Großraum Tirol. Ja, das war super schön, dass ihr hier wart. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Die Gruppe Weekend, danke. Jetzt kommen wir wieder zu zwei Künstlern, nämlich das Schlagerfeuer. Und sie haben uns den Titel mitgebracht, Anna Maria. Schlagerfeuer. Anna Maria. Moskau, es war abends um 21:30. Lange hab ich dich nicht mehr gesehen. Anna Maria, es war so schön. Nur an dich gedacht, nur an diese schöne Sommernacht. Anna Maria, muss dir gestehen. Anna Maria, du bist das, was ich will. Anna Maria, so ein tolles Gefühl. Anna Maria, willst du heute mit mir gehen? Mein Herz wird dir allein gehen. Nur ein Traum. Heut kann ich dir in die Augen schauen. Anna Maria, du bist so schön. Fühlst du so wie ich, dann sage ja. Dann wird unser Leben wunderbar. Anna Maria, du wirst schon sehen. Anna Maria, so ein tolles Gefühl. Anna Maria, willst du heute mit mir gehen? Mein Herz wird dir allein gehen. Oh, Anna Maria, keine ist so wie du. Anna Maria, lass dich nie mehr in Ruhe. Dann bleiben wir ab heute zu zweit für alle Zeit. Klaus Jakob und der Enrico Falcone. Schlagerfeuer, brennt jetzt euer Feuer nur für den Schlager? Ja gut, generell, wir lieben den Schlager natürlich sehr, natürlich auch den Disco-Fox. Wir machen unsere Lieder, schreiben unsere Lieder selbst, er komponiert. Ich texte die Lieder dazu, machen auch einige Lieder für andere, die auch unter anderem für Michael, der wo vorher da war, 20 verlorene Jahre. Und
ja, ist eigentlich unser Thema. Ihr habt ja einen Welthit gehabt mit den russischen Puppen. Ja gut, mit den russischen Puppen ging eigentlich alles los. Ja, es war irgendwie ein Zufallstreffer. Wir hatten den Titel dann zum Radiosendung geschickt. Und der größte nordische Sender hat den Titel dann in die Rotation genommen und hatten dann 2008 einen Plattenvertrag bei der EMI bekommen. Großes Major-Label, und seitdem sind wir eigentlich auf dem Weg, haben jetzt in der Vergangenheit ein Album gemacht, das handelt um die Piraterie. Und ja, wir wechseln einfach die Themen, und ich weiß nicht, was jetzt als nächstes rauskommt, vielleicht der Wilde Westen. Auf alle Fälle waren wir froh, dass Sie hier waren. Die Titel waren sehr schön. Wir wünschen auch euch weiterhin alles Gute und hoffen uns, dass wir uns bald wieder sehen. Gerne. Schlagerfeuer! Unser nächster Künstler ist der Marc Denin. Und er hat einen Titel mitgebracht, da dürft man alle das Taschentuch schon rausnehmen. Weine keine Träne um mich, Bella Maria. Siehst du am Himmel die Sterne, sie schauen auf uns nieder. Hörst du aus endloser Ferne die uralten Lieder? Fühlst du den Zauber der Nacht? Reich mir die Hände. Glaub mir, für uns geht die Liebe. Weine keine Tränen um mich, Bella Maria. Weine keine Tränen um mich, wenn ich geh. In der Ferne denk ich an dich, Bella Maria. Werden auch noch Jahre vergehen, einmal sein Wiedersehen. La 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 la. In der Ferne denk ich an dich, Bella Maria. Einmal gibt es ein Wiedersehen. Bella Maria, Bella Maria, Bella Maria. Weine keine Tränen um mich. Weine keine Tränen. Verbotene Träume erleben, gell? Aber ganz verboten. Der Marc Denin. Er hat ein eigenes Studio, schreibt auch Texte selber und produziert auch selber. Und der Titel, den du uns am Anfang gesungen hast, ist eine Coverversion, und damit verbindet dich eine wunderschöne Geschichte. Ja, es ist lang, lang her. Das Original stammt übrigens von Carlos Sotero, einem sehr, sehr tollen Bariton aus den 60er Jahren. Damals aus Guatemala, glaube ich, kam er. Und es gab damals diese Single 1964, Weine keine Tränen um mich, Bella Maria. Und das war die erste Schallplatte, die mein Vater damals meiner Mama schenkte. Der Marc hat dieses Jahr 40-jähriges Bühnenjubiläum.
Er ist mit 11 Jahren schon auf der Bühne gestanden, aber rechnen müsst ihr jetzt nicht, weil er ist ja erst 25, oder? Mit 11 Jahren, als er auf der Bühne stand, wurde er verwechselt mit einem Sänger, den jeder von euch hier kennt, das war der Heinze. Richtig. Also er hatte Stimme wie Heinze, die ist nur leider nicht geblieben. Ja, ich, ja. Das heißt, er ist kein Teenager mehr, aber es war super schön, dass du hier warst. Dankeschön. Super, dass ich da sein durfte. Ihr seid ein riesen Publikum und vielleicht sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Natürlich. Bin gerne wieder dabei. Auf und euch allen noch einen super schönen Abend und kommt gut nach Hause später um 3 Uhr in der Früh und dass es euch allen gut geht. Dankeschön. Danke an Marc Dini. Bei der letzten Fernsehaufzeichnung, das war in Karlsruhe, da habe ich einen Künstler kennengelernt, der mit der Panflöte spielt. Und wir hatten dann so eine Idee, dass wir gemeinsam einen Titel machen. Und zwar einen bekannten Titel, den ihr alle kennt. Das ist das Je t'aime mon amour. Und der Jürgen Schultes, der wird mich begleiten auf der Panflöte. Wie viele Stunden hat
die Nacht. So eine Panflöte ist doch ein wunderschönes Instrument, oder? Jürgen, du hast mit 6 Jahren ein Instrument erlernt. Ja, ich habe ganz klein angefangen, wie so oft, damals mit Melodica. Bin dann im Alter von 12 Jahren in den örtlichen Musikverein, spiele da nach wie vor Trompete und Flügelhorn. Und als Trompeter und Flügelhornist kommt man dann ja zwangsläufig mal auf den Namen James Last, der ja den ganz, ganz bekannten Einsamen Hirten komponiert hat. Und dieses Stück hat mich derart fasziniert, dass ich mir gesagt habe, dieses Instrument will ich erlernen. Also die große Leidenschaft kam ein bisschen später mit der Panflöte. Es wollte dich dann auch eine große Plattenfirma unbedingt haben. Ja, ich war bei einem Talentwettbewerb, so fing das damals an, beim MDR und war dann im Finale der besten 15 als Vierter oder Fünfter. Und nach diesem Auftritt beim MDR kam dann die Firma Joker Music damals und hat mich unter Vertrag genommen und so nahm alles seinen Lauf. Es hat alles seinen Lauf genommen. Jetzt hat er den Weg hierher gemacht in den Bienenkorb für die Sendung Herzensmelodien. Wir danken dir vielmals, wünschen dir auch weiterhin viel Erfolg und ich denke auch mal, dass wir den einen oder anderen Titel auch noch zusammen produzieren werden. Danke an Jürgen Schultes. Jetzt kommen wieder 2 Spaßkanonen, die Parte Adeligen und sie haben uns den Titel mitgebracht, die Chuchu-Bahn. Wir fahren mit der Chuchu-Bahn. Leute, Blaulicht, Party-Alarm. Mit der Lisa nach New York, mit Chantal nach Paris. Mit der Melli nach Madrid, auch die Claudia war mit. Mit Jacqueline ab nach Wien, mit der Jutta nach Berlin. Mit Marie nach Athen, wir haben die Chuchu-Bahn gesehen. Mit Theresa ab nach Rom, mit der Petra nach Dubai. Mit Christine nach Hawaii, auch Michelle, die war dabei. Willst du ein Partyritter sein, schwing dich in den Sattel rein. Wir reiten los, wir gehen ran, volle Kerne Chuchu-Bahn. Wir fahren mit der Chuchu-Bahn. Leute, Blaulicht, Party-Alarm. Ohne Limit mit der Chuchu-Bahn. 1, 2, 3, Party-Polizei. Hey, wir fahren mit der Chuchu-Bahn. Kein Stillstand, Party-Alarm. Ohne Limit mit der Chuchu-Bahn. 1, 2, 3, Party-Polizei. Kommt die Ying aus Shanghai, dann ist Yang auch dabei. Biene Maya, die aus Prag, sagt mit Willi guten Tag. Aus Kalkutta kommt die Sue mit Daniela ohne Schuh. Bechmarie aus Paderborn ist in der Chuchu-Bahn geboren. Moskau, Oslo, Helsinki feiert Party wie noch nie. Auch auf Malle und Hawaii fährt die Chuchu-Bahn vorbei. Willst du ein Partyritter sein, schwing dich in den Sattel rein. Wir reiten los, wir gehen ran, volle Kerne Chuchu-Bahn. Wir fahren mit der Chuchu-Bahn. Leute, Blaulicht, Party-Alarm. Ohne Limit mit der Chuchu-Bahn. 1, 2, 3, Party-Polizei. Hey, wir fahren mit der Chuchu-Bahn. Kein Stillstand, Party-Alarm. Ohne Limit mit der Chuchu-Bahn. 1, 2, 3, Party-Polizei. Vorsicht auf Bahnsteig 1! Die Chuchu-Bahn wird mit Feuer fahren! Hey, wir fahren mit der Chuchu-Bahn! Leute, Blaulicht, Party-Alarm! Ohne Limit mit der Chuchu-Bahn! 1, 2, 3, Party-Polizei! Hey, wir fahren mit der Chuchu-Bahn! Leute, Blaulicht, Party-Alarm! Mit der Chuchu-Bahn 1, 2, 3, Party-Polizei. Hey, wir fahren mit der Chuchu-Bahn. Kein Stillstand, Party-Alarm. Ohne Limit mit der Chuchu-Bahn 1, 2, 3, Party-Polizei. Hey, wir fahren mit der Chuchu-Bahn. Das waren jetzt die Party-Adeligen. Wo kommt denn dein Name? Ihr habt ihr denn einen Adel in euch?
Nur beim Party machen, sonst nicht. Sonst nicht. Ihr habt ja die goldene Partykrone erhalten. Genau, das war schon 2013. Seitdem gibt es uns die Party, alle Lieben. Und wir hatten das Glück mit einer Coverversion von den 80er Jahren von Stefan Remmler mit Keine Angst, hat der Papa mir gesagt. Ja, und das ging über Mallorca und so haben wir es irgendwie geschafft, die goldene Partykrone zu gewinnen. Stichwort Mallorca. Ihr seid ja viel auf Mallorca unterwegs und habt da ein eigenes Programm. Ja, genau. Und eins, was ich noch ganz toll finde, das ihr auf die Beine gestellt habt, das ist mit dem Lock-Alm-Quintett. Ja, genau. Also es gibt zum vierten Mal, hat es heuer schon ein Charity-Car-Training gegeben, ein Musiker, ein prominenten Charity-Car-Training, wo wir wirklich bedürftigen Familien damit helfen möchten, finanziell unter die Arme greifen. Ja, und das ist mittlerweile ein ganz, ganz toller Erfolg und das freut uns, dass wir wirklich finanziell damit helfen können. Das waren die Partyadeligen und wir werden euch mal besuchen auf der Tour nach Mallorca. Vielen Dank. Das würde uns freuen. Straubing, danke schön, Papa, schon einmal. Dankeschön. Dankeschön. Schon sind wir am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich für das tolle Publikum. Vor allem für die ganzen Künstler, die wir jetzt einmal auf die Bühne bringen. Der Jürgen Schultes, Partyadeligen und der Michael zuletzt. Also nochmal ein großes Applaus für unsere ganzen Künstler, die ja mitgewirkt haben, die weit angereist sind für diese Sendung. Und dann bitten wir noch den Felix auf die Bühne, der natürlich das ganze Projekt unterstützt. Hier der Chef vom Bienenkorb. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wir freuen uns natürlich auf nächstes Mal, wie es schon bald. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Michael Herz und Adela Lieber. Lasst uns lachen, lasst uns träumen, lasst uns fliegen. Wir laden euch ein zu Herzensmelodie, zu den Liedern, die uns so am Herzen liegen. Jeder Ton scheint so vertraut über meine Gänsehaut, ob in Moll